Jimmy Marcano brachte einen kubanischen Fälscher an, richtig? Sal hat einige Monate lang versucht, Scheine selber zu drucken. Aber das Ergebnis war für den Arsch. Scheiß Farben, beschissener Druck, alles für den Müll. Daraufhin hat er jemanden gesucht, der sowas drauf hat. Und dank seiner Connections ist er dann auf Alvarez gestoßen. Und dieser Alvarez hat für Castro auch schon mal Geld gefälscht. Die meisten unserer Feinde fälschen unsere amerikanischen Noten. Und auch ein paar unserer Alliierten tun das. Er hat sich in Luft aufgelöst. In Luft aufgelöst? Was soll das heißen? Du solltest ihn doch nur am Leuchtturm abholen. Was kann ich dafür, wenn dieser Alvarez einfach einen Abflug macht? Ich wollte den Arsch einsperren, aber du warst ja dagegen. Wenn Saraga rauskriegt, dass wir seinen Neffen wie ein Stück Dreck behandeln, gibt's einen Riesenärger. Hast du gesagt? Und dann taucht Lincoln Clay auf und knallt jedem zweites Loch Lincoln in den Arsch. Lincoln Clay! Lincoln Clay! Langsam kann ich über den Schwanzlutscher nicht mal mehr kotzen. Das ist nur ein Mann. Ein perfekter Nigger. Wir stehen auf dünnem Eis, Tommy, das weißt du. Geht da was schief, sind wir alle am Arsch. Hast du kapiert? Ja, aber... Was würdest du denn tun? Was ich tun würde? Das ist doch keine höhere Mathematik. Wenn der Nigger Alvarez erwischt hat, weiß er von den Druckplatten und wird sie sich holen. Das ist ja wohl klar. Schwing deine Eier in das Boxstudio und pass auf sie auf. Ja, mach ich. Schon unterwegs. Was sagst du nochmal? Leckst du hier zahnlos den Boden auf? Bau keinen Scheiß mehr. Verdammter Arsch. Wenn ich das richtig verstehe, hatte Tommy Marcano die Druckplatten in seinem Boxstudio versteckt. Tommy war klar, dass ich Lincoln die Platten holen wollte. Aber das durfte keiner mitkriegen. Hätte er sein Studio geschlossen und die ganzen Files abgesagt, hätten doch alle sofort geschnallt, dass da irgendwas läuft. Das wollte er unbedingt vermeiden. Wie hat sich Lincoln Clay Zugang verschafft? Ich sollte jemanden für ihn suchen, einen Elsie Bennett. Elsie ist ein Kleinkrimineller und hat für Sammy gearbeitet. Dann hat er ihn beschissen und ist aus dem Hollow rausgeflogen. Naja, und danach hat er sein Geld verdient, indem er Jungs angeworben hat, für Tommys Jungle Fights. Er musste beim Türsteher nur für Lincoln bürgen und schon war er drin, völlig problemlos. Elsie ist beim Briar Patch, ganz in der Nähe. Ich fahr mal vorbei und sag Hallo. Mal gucken, wie es läuft. Viel Spaß. Finger weg vom Senderkopf eures Radios. Es ist nicht kaputt. In der zweiten Hälfte lege ich euch tolle Musik auf, die euch gefallen wird. Aber bevor es soweit ist, schauen wir uns erstmal die andere Seite unseres Planeten an. Vietnam, Vietnam, verdammtes Vietnam. Der Krieg dort tobt weiter an. Und hier reden wir über die Schwarzen, die dort sterben. Aber mach dir nichts vor, du Bordeaux. Es geht nicht nur um Schwarze, oder? Nein. Die Armen kriegen auch ihr Verzeck. Es ist genug Tod für alle da. Wenn man keinen Scheißfan besitzt, dann fassen die anderen auf einen. Inzwischen heucheln Politiker den Witwen und Waisen was vor. Labern vom noblen Sieg. Erzählen, dass der... Na, da soll mich doch der Blitz beim Scheißen treffen, wenn das nicht Lincoln Clay ist. Na, RC, überrascht mich zu sehen? Hab von Sammy und Alice gehört. Dumm gelaufen. Aber ich denke, du bist gut aus der Sache rausgekommen. Erwähn ihren Namen nochmal und du frisst deine eigene Zunge. Los, wir fahren eine Runde. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Das ist richtig. Wo geht's lang? Ich hab mich ferngehalten. Hab keinen Fuß ins Hollow gesetzt seit November 62. Seit fast 6 Jahren. Ich weiß. Kannst du mir wenigstens sagen, wo es hingeht? Ins Arcadia. Da hält Tommy Marcano seine Dschungelkämpfe ab, richtig? Richtig. Du hast schwarze Kämpfer für ihn rekrutiert.
Hab ich. Gut. Ich will da nämlich kämpfen. Was? Wieso? Was soll das? Was habe ich gesagt? Hätte ich gewollt, dass du es weißt, wüsstest du es. Wenn ich meinen Hals hinhalte, will ich auch wissen, wieso. Du hast Glück, dass du noch lebst nach der Sache mit Sammy. Dachtest du wirklich, er würde nicht merken, dass du all das Geld geklaut hast? Das habe ich mehr als abgebüßt. 6 Jahre Verbannung von meinem einzigen Zuhause. Ich konnte nicht mal meine Ma auf ihrem Sterbebett sehen. War deine Entscheidung. Jetzt ist es Zeit für eine neue. Wenn ich das mache, kriegst du einen Neuanfang. Ich will dein Fahrstil nicht kritisieren, aber du solltest besser aufpassen. Mist, das sind die Bullen! Ja, mein winzigen Schwarz ist in Schlangenlinie fährt. Er bitte sofortiges Eingreifen. Du kriegst einen Neuanfang. Du kannst das Hollow betreten, wann du willst. Scheiße. Kannst du mir helfen, die Bullen? Hab gehört, dass man Tommy persönlich trifft, wenn man gewinnt. Stimmt das? Er will die Gewinner einschätzen. Sehen, ob er sie regelmäßig reinholen will oder ob sie nur was Einmaliges waren. Wo findet das statt? Gewöhnlich oben in seinem Büro. Einer der Jungs holt dich in der Umkleide nach dem Kampf ab. Ich will dein Fahrstil nicht kritisieren, aber du solltest besser aufpassen. Was habe ich gesagt? Gewöhnlich oben in seinem Büro. Einer der Jungs holt dich in der Umkleide nach dem Kampf ab und bringt dich zu Tommy. Okay. Von italienischem Essen, aber es gibt hier dieses... Warte, Elsie! Wer zur Hölle ist das? Das ist Jackknife Johnson. Was will der denn hier? Was soll das heißen, was will der hier? Kämpfen will der hier, Junge. Muss ihn durchsuchen. Keine Waffen erlaubt. Du, was du tun musst, aber pass auf, wo du mit deinen Griffeln landest. Spar dir das für den Ring auf, Hornochse. Rein mit dir. Die Umkleidekabine ist da hinten. Ich hoffe bloß, dass bald mal was passiert. Haltet euch zurück! Der Typ braucht einen Arzt. Schmeißt den Nicker irgendwo hin und lasst der Natur freien. Ihr könnt jetzt gehen. Wie geht's, Neville? Wie läuft's denn, Elsie? Gut. Ich gehe und treffe die Vorbereitung. Gib ihm deinen Namen und so. Und dann gehst du und ziehst dich um. Wen hast du denn heute dabei, Elsie? Einen neuen. Der neue sieht zwar stark aus, aber ich setz weiter auf den Brawler. Ich muss dich was fragen, Elsie. Was denn? Stehen alle Nigger drauf, sich gegenseitig die Scheiße aus dem Leib zu prügeln? Was passiert, wenn wir erwischt werden? Genau das, was du denkst. Für eine Chance, nach Hause zu kommen, das ist es mir wert. Egal, was passiert. Lass uns gehen. Es ist soweit. Bist du nervös? Sollte ich das sein? Schätze, das hängt davon ab, wie das hier ausgeht. Du gehst durch die Tür, wirst angekündigt und dann direkt ab in deine Ecke. Und wo gehst du hin? Ich treffe dich dann dort. Aber dieser Teil der Show dreht sich um dich. Die lieben es, ihre kämpfenden Nigger vorzuzeigen. Na los, die warten auf dich. Und der Dschungelkampf geht weiter, Jungs. Der nächste Herausforderer für die Boom Boom Bowman ist 1,90 groß und wiegt etwa 97 Kilo. Hier ist Jackknife Johnson. Was sind das denn für gottverdammte Anfänger da? Ein Scheiß!
in der rechten Ecke, Jack Knife Johnson! Unser nächster Kämpfer kommt aus Barking Woods. Ihr alle kennt ihn als Bobby Ledoux, den Beautiful Brawler. Bubu war ein Windbeutel verglichen mit dem Brawler. Du musst in Bewegung bleiben und lass dich nicht in die Ecke drängen. Nicht in die Ecke, klar. Lass dich zusammen, Arschloch! Gib ihm das Schwanz aus dem Leib! Jack Knife Johnson wird heute Abend erfolgreich sein und als nächstes der Champion. Auf dem Weg zum Ring ist das Biest des Baru, der Rüpel von River Road, euer Champion, Totengräber Bob. Weißt du, warum man ihn den Totengräber nennt? Weil Leute unter die Erde bringt? Genau. Okay, und wie kriege ich ihn? Du schlägst zu. Richtig, richtig fest. Alter, beweg dich! Los, kämpfe! Wir haben einen neuen Champion, Mr. Jack Knife Johnson! In Ordnung, Junge, das reicht. Gehen wir. Was passiert jetzt? Geh zur Umkleidekabine und hol dir deine Siegprämie ab. Und wo gehst du hin? Ich? Ich hab was zu erledigen. Irgendwas sagt mir, dass Boom Boom einen neuen Manager braucht. Ihr Nigger wisst wirklich, wie man sich prügelt. Hast dir meinen Respekt verdient. Du hältst mich wohl für einen Vollidioten, einfach so hier aufzukreuzen. Weißt du, einem überschaubaren Risiko gehe ich selten aus dem Weg. Wäre aber besser gewesen. Ich habe Speiseöl reingetan. Das macht den Sprit dicker und klebrig. Jetzt lassen wir alles ein bisschen einziehen, damit es sich auch schön überall verteilen kann. Und wenn ich dann anzünde, dann brennt das Zeug wie Napalm. Und du wirst Schmerzen haben, wie sie noch nie einer gehabt hat. Fick dich. Schade, das wolltest du sterben. Du wirst immer noch bei Bewusstsein sein, wenn die Flammen höher kriechen. Aber während deine Beine brennen, dich eine Erkenntnis wie ein Faustschlag treffen. Nur dass du noch spüren wirst, wie dein Pimmel verbrennt, bevor du abkratzt. Der Schwanz wird sich ein. Zeit zu sterben! Ich schieße jetzt! Hey. Er legt gerade das ganze Team! Du musst es nicht tun. Wir können das bestimmt irgendwie klären. Hier muss nur geklärt werden, wie du bestanden. Das war's dann also. Sieht ganz so aus. Weißt du, Sal wollte, dass ich Jura studiere und dann bei einer großen Firma arbeite.
oder in die Politik gehe. Du musst was aus deinem Leben machen, Junge, hat er immer gesagt. Hättest du auf ihn hören sollen. Ich kann eben nicht aus meiner Haut. Ja. Du bist, was du bist. Damit muss sich jeder irgendwann mal abfinden. Fick dich. Bloß nicht verbrennen! Bitte! Keine Angst. Lou und Sal kommen bald nach. Ich mach dich alle, Söhnchen! Da komm schon, Dino! Komm zurück! Deine Zeit ist um, Motherfucker! Nein! Diesen Arsch habe ich das passende Zäpfchen! Nein! Komm doch mal! Mich. Da, schnapp die Leute! Magazin! Er hat keine Munition mehr! Mich! Scheiße! Er hat mich fest im Griff! Das war ein grober Fehler, du Arschloch! Hört nicht auf zu feuern! Dafür wurde ich gefahren! Wir haben einen Mann verloren! Keine Munition mehr. Ich muss nachladen.
Er ist hier drüben. Ihr könnt ihn haben, wenn ich fertig bin. Ich verpiss mich. Er gehört euch, Jungs. Verdammt, er hat mich erwischt! Du bist tot und merkst es nicht!
hier nicht mehr... An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung. Kannst du dich mal um die Cops in Southdowns kümmern? Verstehe.